Hallo, ich bin seid mir ganz recht herzlichen guten Tag. Ja, was soll ich sagen? Heute mal wieder ein kleines Vlog, ne? Spielkind und die Klempner oder Klempnerei. Viele von euch haben es ja im Livestream mitbekommen, dass es bei uns ein Wasserproblem gibt, ne? Bezüglich meines Badezimmers, ne? Dass bei meiner Nachbarin unten drunter die ganze Decke voll Wasser steht und so. Ne? Und das war jetzt erstmal angeblich behoben, war auch eine Zeit lang Ruhe, aber ist dann wieder mit voller Gewalt aufgebrochen. Und am Donnerstag, dem 28. waren halt die Klempner bei mir und haben da einiges gemacht, auch einiges rausgefunden, und ich habe das Ganze ein bisschen filmerisch festgehalten, so ein paar einzelne Kleinigkeiten, dass ihr mal seht, was da so gelaufen ist, und ich hoffe sehr, 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 dass das jetzt tatsächlich damit endgültig behoben sein wird. Wir wissen es natürlich nicht genau, ne? Genaueres wird man hinterher sehen, ne? Ob da teilweise noch Wasser kommt, später dann mal, oder ob es jetzt wirklich damit, ne, Schluss ist, Feierabend. Ich habe jetzt hier ein kleines Video gemacht und das will ich jetzt mal anknipsen. Und dann können wir mal gucken, was da so im Einzelnen bei Spielkind im Bad gelaufen ist, insbesondere bei seiner Dusche. Ich knipse das Video jetzt hier mal rein und ja, gucken wir mal. So, hier seht ihr, ne, das ist meine Dusche, da ist die Kachel, die haben sie rausgeprügelt, die musste rausgeprügelt werden, ne, damit man halt runtergucken kann. Das wird jetzt auch 3-4 Wochen noch so bleiben, das heißt, dass da keine neue Kachel reinkommt, sondern dass halt, ne, das erstmal abtrocknen kann, weil ihr die Erde da seht, die ist richtig, richtig feucht gewesen, und ihr seht jetzt hier aktuell keinen Abfluss, weil da, sagte der Meister zumindest, wäre ziemlich viel Wasser gelaufen. Hier seht ihr den alten Abfluss, ne, und da waren halt Wassertropfen zugegen, wie der Meister halt sagte. Ne? Ja, das ist jetzt hier, ne? Da ist jetzt teilweise schon die Duschwände zum größten Teil abmontiert, ne? So sieht das dann irgendwann aus, und die wollten sie eh neu machen, die müssen auch neu gemacht werden, weil reparieren lohnt sich nicht, sagte der Meister, ne? Und insofern, ne? Jetzt seht ihr, sind nur noch die Rahmen dran, ne? Und der Rest ist komplett weg, ne? Der alte Abfluss ist raus. Die Fugen jetzt hier in der Duschwanne haben sie auch nochmal komplett neu verdichtet, ne, mit Silikon. Ne. Ja, da ist jetzt der neue Abfluss schon drin. Ne. Habe ich auch nochmal kurz gefilmt. Da gehen wir gleich nochmal in die Details. Ne. Und ja, so sieht jetzt der neue Abfluss aus. Und ich hoffe, ne, wie gesagt, dass das tatsächlich dann der Grund gewesen ist. Hier seht ihr dann, ne, komplett alles weg. Auch die Rahmen für die Duschwände. Ne. Alles runter, alles, ne, empty. Ne. Und ja. Da ist der neue Abfluss schon, wie ihr seht, ne? Und Gott, oh Gott, die ganzen Fugen jetzt hier haben sie auch alle nochmal komplett neu abgedichtet, nochmal neues Silikon draufgeballert, und ja, hier nochmal der Blick ins schwarze Loch, in the Black Hole, ne? Dass ich jetzt da aktuell für, ne, mindestens 3-4 Wochen, ne, mein eigen nenne, ne, dieses schöne schwarze Loch, ne, und dann gucken wir mal. Ne. Und jetzt gleich filme ich das noch von innen. Also ich habe mich da mit dem Handy als Taschenlampe davor gelegt, mit meiner Kamera, ne, und war ein bisschen komplizierter. Also auch ein bisschen verwackelt, aber, ne, jetzt schauen wir mal in das, ne, Innerste des, der Dusche, ne, beziehungsweise des Untergrundes, des schwarzen Loches. Ne. Was das Ding da ist mit dem roten Rand, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich irgendeine Stütze oder so, ne. Hier der neue Abfluss, ne, oben drüber die Duschwanne, ne, und oh, verdammte Kacke, ich hoffe echt, das ist jetzt eng, ne, weil bei meiner Nachbarin, das ist echt, das geht gar nicht, ne, sie tat mir richtig leid, da kam es wirklich tropfendicke runter, ne, und ja, was soll ich sagen, wir hoffen jetzt tatsächlich echt, dass es das gewesen ist, ne. Hier geht es nochmal rein, wie gesagt, die Erde war sehr, sehr feucht, ne, da sind diverse Anschlüsse und Rohre, die da liegen, beziehungsweise Röhren, ne, Leitungen, ne, hat der Klempner mir auch alles erklärt, ich habe da eh keinen Plan von, ne, ich bin da, ne. Da ist noch ein Wasserrohr. Ich hoffe, dass das auch dicht ist. Ne? Also ich habe heute schon geduscht. Also das Weiße, ne, ist auf jeden Fall dicht. Da ist zumindest, ne, nichts mehr rausgekommen. Und das Graue hoffe ich mal, dass das auch dicht ist. Ne? Da bin ich jetzt gar nicht dran gekommen zum Fühlen. Müsste ich auch nochmal machen. Mal gucken, ob ich da dran komme. Aber so sieht das Ganze halt dann, ne, aus. Von innen. Into the Black Hole. Ja, hat über 4,5 Stunden gedauert. Haben die Jungs echt gut gemacht. Jetzt explodiert es gerade, ne, und wupp. Da ist dann die neue Duschwand. Ne? So sieht die neue Duschwand jetzt aus. Ist ein anderes System, als ich das vorher hatte. Vorher hatte ich zwei einzelne Schiebetüren. Die Dinger sind jetzt in drei Abschnitte unterteilt. Ne? Das heißt, es sind drei einzelne Teile pro Schiebeeinheit. Ne? Sieht man da auch nochmal. Ne? Gleich, ne? Da eine und zwei, ne? Und da die dritte. Und das auf beiden Seiten. Und ja, die Fugen auch nochmal alle komplett neu abgedichtet, weil im Vorfeld war das wohl, ne, nicht gemacht worden, als sie die Dusche damals eingebaut haben, und könnte auch ein möglicher Grund mit gewesen sein, dass es da halt irgendwie reingeregnet hat. Ne? Und ja, ne, dann nochmal The Black Hole, und da liegt der Duschkopf, und ja,
Das war ne, die Geschichte vom 28.09. Ne? 4,5 Stunden haben die Klempner, wie gesagt, gebraucht und die Jungs waren echt gut. Ne? War, ich glaube, der eine war ein Meister, das war auf jeden Fall der Chef von das Ganze ne? und frisch gebackener Geselle und die, insbesondere der Meister und auch der Geselle, die waren richtig gut. Die hatten richtig Ahnung ne? und hat also Spaß gemacht, da auch ein bisschen zuzuschauen. Ne? Ja, meine größte Hoffnung geht es sein, dass es das tatsächlich gewesen ist und dass wir, beziehungsweise insbesondere auch meine Nachbarin unten drunter jetzt wirklich Ruhe hat. Wir müssen natürlich jetzt erst abwarten ne, und gucken, wie sich das Ganze entwickelt und ja, wie gesagt, hoffen, dass es ruhig bleibt. Ne, und wenn es nicht ruhig bleiben sollte, dann geht die Suche natürlich weiter. Ich bin aber guter Dinge, sagte der Meister auch. Ne? Er geht davon aus, dass es jetzt wirklich das gewesen ist und dass es dann jetzt echt Ruhe bleibt und bei dem Spiel genommen. Dann sage ich jetzt mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Verbleiben. Wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Und ne? Spielkind alias Klempner 45 sagt ciao, ciao.